Ach, ist das alles so eklig. Ach, ist das alles so blöd. Ach, wär doch nicht alles so eklig. Ach, wär doch nicht alles so blöd. Zweite Katastrophe. Ja, also der Einführer bist du. Ich bin der Einführer. Ja, heute mal nicht aus meinem... Was hast du eben gesagt? Ich bin nämlich ein Lokalpatriot und heute aber mal aus Potsdam. Wir sind hier in einem wunderschönen Park und zu meiner Linken Dr. Käthe Niederkirchner und zu meiner Rechten Hartmut Müller. So, ihr beiden arbeitet schon sehr lange zusammen, ja? Ja, und, fast 30 Jahre, oder? Ja, doch, ordentlich. Ja. Ordentlich lange, 30 ja. Jahre. 30 Jahre. Ja. Mache ich auch schon Geschäfte, ja. Noch nicht ganz noch nicht, mit uns. Noch nicht ganz mit euch, aber auch schon viele Jahre. Mhm. Heute haben wir mal die große Frage, warum Selbsthilfegruppen ja, zum Tode verurteilt sind grundsätzlich. Ja? Das ja. wollten wir einfach mal hier, da wollten wir mal drüber sprechen und die Käthe hatte das Thema angeregt, weil dieses Video wird eben auch für unsere Gruppe sein, richtig? Ja. So, und der Hartmut, der ist, gestern habe ich das schon wieder falsch gesagt. Heilpraktiker streng genommen für Psychotherapie. Ja. Heilpraktiker für Psychotherapie. Und Käthe ist, ja, wissen wir ja. Ne? So, ja, jetzt erklär doch mal, warum? Warum bist du der Meinung, dass du hattest mit dem Auto nein, schon... Nein, sie hat es angefangen. Ich möchte dann lieber hinterher sagen, wie man das anders machen kann. Ja, okay, ja, cool. Also beides. Du, deine Erfahrung und wie man es dann vielleicht sogar anders machen kann. Also meine Erfahrung über 30 Jahre mit solchen Selbsterfahrungsgruppen auf der verschiedenen Ebene, vor allen Dingen eben auf der ADHS-Ebene, ist, dass das zwar alles ein sehr guter Anfang ist. Alle sind so bereit und wollen da ihre Sachen loswerden und erzählen und erwarten von so einer Selbsthilfegruppe, selbst miteinander austauscht, dass sie ein Stückchen in ihrer Erfahrung weiterkommen. Das ist ja das, weshalb man sowas überhaupt macht, weshalb man Austausch macht, weil man mit seinen eigenen Erfahrungen irgendwo am Ende ist und es darum geht, dass ich was Zusätzliches lerne. Jetzt ist aber die Frage, von wem kann ich was Zusätzliches lernen? Ja, ja, wenn man sich dann natürlich nur austauscht mit ja, Leuten, die gleichen Probleme haben. Mhm. Die kaum einen Schritt weiter sind, ist die Frage, was lerne ich von denen? Ja, ich kriege höchstens noch eine übergezogen nach dem Schritt, du solltest doch. Ja. Und einen Haufen toller Ratschläge von Leuten, die im Grunde genommen keine anderen Erfahrungen haben. Ja, und dann werden Ratschläge auch zu Schlägen, ne? Genau. Und dann bringt es auch nicht weiter, sondern am Ende frustriert es. Es macht einfach zwar im ersten Moment das Gefühl, okay, ja, ich bin nicht alleine und hier sind noch mehr, denen es genauso geht, aber denen es genauso geht, denen es genauso geht, denen es genauso geht, denen es genauso geht. Und dann auch noch 1000 davon. Ach, ist das alles so eklig. Ach, ist das alles so blöd. Ach, wär doch nicht alles so eklig. Ach, wär doch nicht alles so blöd. Zweite Katastrophe. Das nehmen wir als Intro, den Song. Also, das eine, warum du nicht weiterkommst, ist in dem Moment, wo bestimmte Leute die Redemacht haben wollen und sich dann da ausmehren über dies und jenes oder den anderen sagen, was sie verkehrt machen und so weiter, aber im Grunde genommen in einem Machtspiel sind. Mhm. Nicht? Genau. Und zum Schluss gibt es Leute, die keine Lust haben mehr auf das Machtspiel haben, die gehen dann. Ja. Dann bleiben nur noch die Braven übrig und dann zerbricht es irgendwann. Hauptsächlich daran, weil jemand
dominieren will. Und wenn keiner anführt, ist es auch wieder nicht recht. Weil dann wissen wir ja nicht, über was wir reden wollen, was für ein Thema ist und so. Nee? Ja. Und das kann man nur sehr schwer vermeiden, dass die wirklich nicht jetzt hier auf Machtspiel machen. Der Vorteil unserer Gruppe ist, dass ständig neue Leute reinkommen, sodass also immer wieder neues Futter an derselben Stelle ist. Aber nicht einen Schritt weiter, weil alle sich nur orientieren auf, ich möchte die Erfahrung von anderen haben. Aber welche Erfahrung? Es können doch nur die Erfahrung bieten, die andere Erfahrung haben, also die einen Schritt weiter sind. Ja, die kommen nicht in die Gruppe, weil die brauchen die Gruppe nicht. Ja, die machen ihr Ding und den machen sie draußen. Und ohne, dass wir innerhalb der Gruppe davon was erfahren, wenn wir uns nicht daran orientieren. Und unsere Aufgabe und die Aufgabe, die wir uns hier gestellt haben, die wir die Gruppe initiiert haben, ist, diese Erfahrung, die innerhalb der Gruppe nicht vorhanden sind, von außen in die Gruppe hineinzubringen. Dazu müsste allerdings die Bereitschaft sein, diese Erfahrung auch annehmen zu wollen und nicht einfach im eigenen Saft bleiben zu wollen. Ja, du hast einmal die Notwendigkeit, Erfahrung annehmen bedeutet ja auch umsetzen, irgendwas anders, neu damit machen. Ja. Nicht? Und ohne eine Neugier, was wissen die anderen, wer hat schon mal wo was probiert? Es kann doch nicht sein, dass es keine Hilfe und keine Lösung gibt und nicht, ja, wir sitzen alle im Ding und haben keine Ahnung, sondern wo kann Hilfe herkommen und lass uns gemeinsam suchen, beziehungsweise such du da und du da und du da und trag die Ergebnisse ins Körbchen und jeder probiert es aus und berichtet dann wieder über seine Erfahrungen und Blockaden. Das erfordert natürlich eine ganz andere Disziplin als, so, jetzt lass mich mal reden. Genau, als einfach nur irgendwelche Blogs reinzuschreiben und mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, die sind schuld, die Lehrer sind schuld. Wenn die Lehrer nicht so unmöglich wären, wäre mein Kind ja ganz anders. Würde ich ja auch ganz anders zurechtkommen. Aber diese Lehrer, die stören hier ganz doll. Richtig. Ja, mal sind es die Lehrer, mal ist es die Großmutter, mal die Nachbarin. Ja, genau. Ja. Und gestern hatten wir das Kind mit dem Bumerang. Ja, und du reflektierst zu wenig auf dich selbst zurück. Genau. Was mache ich hier? Kann ich das jetzt anders machen? So, das habe ich mir jetzt vorgenommen, jetzt habe ich es probiert, jetzt bin ich so und so weit gekommen und nun ist die Frage, wer coacht mich jetzt weiter, dass ich bei meinem Verhalten, bei meinem neuen Verhalten bleiben kann. Genau. Dass ich sehen kann, was wirklich wirkt, dass neue Gewohnheiten entstehen. Das ist mühsam. Und das ist nicht einfach in einer Selbsthilfegruppe, die sich meint, sie gegenseitig selber zu helfen, die aber eigentlich immer nur um denselben Tannenbaum rumrennen. Immer nur. Und immer nur im Kreis. Immer nur an derselben Stelle. Und nicht einen Schritt weiter dadurch kommen. Weiter kommt man wirklich nur, so wie Hartmut eben gesagt hat, da brauche ich jemanden, der diese Erfahrung schon gemacht hat und der mich coacht mit meiner Erfahrung. Also neben mir ist, wie beim Sportler. Ja, der Sportler holt sich, jeder kennt Sportler, macht kein ordentlicher Leistungssportler, der irgendetwas erreichen will, arbeitet ohne Coach, weil er weiß, dass er mit sich selber, selbst wenn er noch drei andere Sportler neben sich hat, die auch dasselbe da machen, erreicht er ohne den Coach, der noch ein Ende mehr weiß, erreichen die keinen neuen Level in ihrer Denke, in ihrem körperlichen Verhalten, in ihrem Ausdruck, ist alles nicht möglich. Wir brauchen einen Coach, der mehr weiß
als ich selber und als die drei, die auf meiner Ebene sind. Ich brauche also für den nächsthöheren Level eben jemanden, der das eben da oben die Erfahrung schon gemacht hat. Der Coach sieht ja, was der Sportler, wenn wir über einen Sportler reden, tut von außen. Und wenn ich es dem Sportler sage, muss er es hineinnehmen in sein Verhalten, sein Verhalten ändern, umtrainieren, um dann zu sehen, und zwar mit dem Coach gemeinsam, kommen wir jetzt zu neuen Ergebnissen. Genau. Und zwar so lange, bis es Gewohnheit wird. Genau. Nicht? Aber da, aber dieses in dem zwischenmenschlichen Bereich, wo du mit ADHS ständig zu tun hast, durchzuhalten, ist wirklich etwas, wo muss ich meine Liebe recht groß machen. Ja. Und meine Intensität, dass ich es anders will, als es jetzt gerade ist und so. Genau. Ich muss es anders wollen. Und zwar wirklich wollen. Und dann geht es eben nicht so, dass ich intensiv will, dass mein Kind sich ändert. Also ich meine, haben wir ja nur keine Schwierigkeiten. Das wollen ja alle. Alle Mütter wollen und Eltern wollen, dass ihr Kind sich ändert. Und das mit großer Intensität. Um nicht zu stören, ja. Weshalb auch immer. Jeder hat da so seinen Grund. Aber ich unterstelle ja gar nicht mal so negative, sondern ich unterstelle schon den Grund, dass sie wollen, dass ihr Kind eben wirklich auch sich in seiner Entwicklung wirklich gut entwickelt. Das wollen die Eltern ja. Das unterstelle ich ihnen einfach jetzt mal. Es ist trotzdem nicht zu erreichen, indem ich meinen Fokus auf das Kind setze und sage, Kind, du musst dich jetzt ändern. Und ich sage dir, was du tun musst. Und das Kind weiß gar nicht, wovon wir reden als Erwachsene. Weil Lernen vollzieht sich keinesfalls in der Schule, das stimmt, sondern wirkliches Lernen vollzieht sich durch Abschauen. Dass ich ein Vorbild habe, jeder Sportler kickt sich erst die anderen Sportler an. Weshalb stundenlang sitzen die vor den Videos und gucken sich die anderen Sportler an. Und zwar die, die noch einen Zahn besser sind als sie. Damit sie das integrieren, was für sie jetzt wichtig ist, damit sie auf einen anderen Level kommen. Und wir erwarten, dass die Kinder das ohne Vorbild machen. Aber wer ist das Vorbild für die Kinder? Es tut mir leid, sagen zu müssen, dass es leider die Eltern sind. Leider sind die Größten, haben den größten Schlüssel die Mütter immer in der Hand. Leider, das ist so unglücklich für uns Mütter, dass wir den größten Schlüssel in der Hand haben und damit auch die größte Verantwortung, es vorzumachen mit der Änderung. Was ich von meinem Kind erwarte, muss ich meinem Kind vormachen. So ein Mist. Ja, jetzt noch mal ganz konkret, Hartmut. Wir möchten dich ja auch viel mehr noch mit einbeziehen hier, auch in unsere Livestreams. Wir machen ja jeden Sonntag um 20 Uhr einen Livestream hier in dieser Gruppe. Und ich würde auch gerne den Hartmut versuchen. Wir müssen mal gucken, ob wir das technisch auf die Reihe kriegen. Wir kriegen es technisch. Wir kriegen das, Und jetzt, was konkret machst du eigentlich in deiner Praxis? Naja, wir haben also zwei verschiedene Stiefel, nicht? Das eine ist der Art von Unterricht, wie gehe ich mit mir selber um, nicht? Um zu anderen Ergebnissen zu kommen im Leben, unabhängig davon, was jeweils das Ziel ist. Und das andere ist, wenn jemand seelische Blockaden hat in irgendeiner Form, die dann aufzulösen. Und eine Möglichkeit, die aufzulösen, ist, dass ich mir meine Programmierung angucke, meine Gedankenformen. Und ich habe mal ein Buch gemacht, Heile deine Gedanken, ist im Moment im Buchhandel nicht mehr. Findet man nur noch gebraucht, wo wir Ziele formulieren, Affirmationen draus machen, also so ausdrücken, als hätte ich es schon. Und dadurch, dass wir das dann mehr üben und oft machen, erreichen wir, dass wir entweder
zu unserem Ergebnis kommen. Ich fühle mich in Ruhe, Kraft und Wohlgefühl, wunderbar. Mhm. Unabhängig davon, was passiert, unabhängig davon, was das Kind tut, was der Mann tut, was die Frau tut, ja, fühle ich mich wohl. Hm. Ja, ja. Sorry, die Wespe kommt schon. Wieso fühle ich wohl, auch wenn die Wespe kommt? Ja, also Wespen das lernen, sind ja ganz liebe Tiere, solange sie nicht stechen. Ja. Ja. Okay. Ja, das ist die Welt entsprechend zu definieren, ist ein Teil vom Spiel. Ja. So. Also ich mache Affirmationen oder ich stoße an die Blockaden. Ja. Und die Blockade kann mich dran hindern und ich sage also einen wunderschönen Satz über mein Leben und schmeiß den Kram in die Ecke. Ja, so. Was genau funktioniert denn in meinem Programm nicht? Und nun hat das Gehirn zwei Schalter, wie im Computer, zwei Programme, die funktionieren und die sind jeweils anders austauschbar und so weiter. Was ist was? Mhm. Dies ist ein Lehrer. Mhm. Mein Gott, ein Lehrer, ich komme nie wieder. Ja, so, nicht? Dies ist ein Hase, okay, ja, der läuft weg, der tut nichts. Dies ist ein Löwe, holla, jetzt muss ich aber gucken, wie ich hier aus der Optik komme. Mhm. So, ich muss die Welt definieren. Und die Kinder fragen auch, was ist das, wie heißt das, wie geht das, so. Genau. Und dann, der nächste Schalter ist, was ist wenn? Wenn es regnet, werde ich nass. Ist das wahr? Ja, kommt drauf an, Ob ich mich unterstellen kann oder nicht, ob ich einen Regenschirm habe, ob dies oder jenes. Aber das ist ein Wenn-Dann. Und die Wenn-Danns, die ich im Prima-Prozess als Dreijähriger lerne, die sind so zwingend, bevor ich 3 Jahre alt bin, die werden so zwingend, dass man sie jetzt finden muss, rausfiltern muss, aha, das und das ist, und dann sagen kann, okay, glaube ich nicht mehr. Mhm. Ich entscheide mich, es nicht mehr zu glauben, und diese Entscheidung muss ich so kräftig machen, wie ich auch die Affirmationen kräftig mache. Und das zu suchen, ist hauptsächlich meine Coaching-Arbeit. Finde deinen Gedanken, der dir nicht hilft, das zu verwirklichen, was du willst, und löse ihn auf und löse die Emotionen auf. Und gestern haben wir gezeigt, wie wir Gefühle verändern können, Gedanken verändern, Gefühle verändern. Und dann kriege ich neues Handeln, neue Ergebnisse. Nee. Kurze Erklärung noch bitte einmal kurz zu, was ist eine Affirmation? Wie funktioniert das? Nehmen wir mal für die, die es jetzt nicht wissen. Ich habe ein Ziel, ich will mehr Geld haben. Als Beispiel, hat jeder irgendwo... Das passt irgendwie. So, aber hat nicht jeder als Ziel. Ja. Manche haben es als Sehnsucht. Ja. Und mit Sehnsucht ist keine Heilung. Alles klar. Geht nicht. Ja, auch wenn ich Sehnsucht habe, dass der Junge sich besser verhält, nicht? Ist nur eine Sucht. Wird es zur Sucht und dann verhält man sich entsprechend süchtig. Wie sieht ein Süchtiger aus? Naja, das kennst du, kannst du im Spiegel gucken. Ja. So, ne? Was? Wer nicht in den Spiegel guckt, kriegt das nicht. Ich bin immer der Prügelknabe hier in der Truppe. Ich kriege das nie mit. Okay, weiter im Text. Also, was ist eine Affirmation? Ich definiere diese Situation nach meinem Ziel. Also zum Beispiel, ich finde eine Arbeit, die mir 1200 Euro bringt. So. Ich habe eine Arbeit, nicht ich will eine. Die Affirmation würde heißen, ich habe eine. Ich habe zwar noch keine Ahnung, aber so. Und jetzt bereite ich mich darauf vor, das kostet so und so viel Zeit, 20 Stunden, okay. Wo nehme ich die weg und was biete ich eigentlich an für meinen Job, für meine Arbeit, so. Und dann mache ich die Affirmation. So, ich habe das. Und wenn dann ich aufpasse, dass meine Intuition für mich arbeitet, die bringt mich dann dahin, dass ich plötzlich das Schild an der Kneipe sehe oder dass ich etwas in der Zeitung im Internet finde, dass eine Freundin im Treppenhaus was sagt, dass irgendwo das herkommt, was ich jetzt affirmiert habe. Und genauso kann ich mit meinen seelischen Dingen umgehen. Egal was geschieht, ich bin und bleibe in Ruhe, Kraft und Wohlgefühl. Ist jetzt meine Affirmation, um mich nicht rausbringen zu lassen, wenn da
wohin der Laubfritze da rumpustete und uns das Gespräch unmöglich machte. Ja. Da kann man sich ärgern oder man kann in der Ruhe bleiben. Ja, der macht das, so ist das eben. Ja, so, was und kann man tun? Man kann aus dem Weg gehen. Gut ist, ich könnte auch fragen, bitte hör damit jetzt auf, aber das ist sein Job, das macht er nicht. Nee? Also kann ich aus dem Weg gehen. Ja. Nee? Und so weiter. Und die Affirmation ist also das, was ich möchte, so als hätte ich es schon. Und dann morgens und abends und zwischendurch. Und dann kann man das üben und das kann man unterrichten, wie man damit umgeht. Nee? Und dann am Badezimmerspiegel, auf der Toilette, überall kann man das dann aufhängen und einfach immer danach gucken und es wirklich überall. Und dann merkt man, indem man einfach nur vorbeigeht, wird es aufgenommen, automatisch, unbewusst aufgenommen. Es ist ja erstaunlich, wie viel wir unbewusst aufnehmen und wie wenig, nur maximal 5% nehmen wir bewusst auf. Die 95 unbewusst. Und da fallen solche Dinge, die wir uns engrammieren und die wir uns irgendwo da so hinhängen, dass wir und mit der Intention und mit der Energie und dem Willen und unserem Herzblut, wenn man so will, bewaffnet dorthin hängen. Und das macht einfach eine andere Ausstrahlung. Da guckt man automatisch hin, kriegt ein Lächeln dabei, weil man es schon wieder bemerkt hat. Und das geht tief in uns hinein zu unserem Unbewussten, macht eine biochemische Reaktion im Körper. Ja, und leitet das Unbewusste dahin, dass die Dinge leichter geschehen, die ich haben will. Mhm. Zieht es auch an. Und dann gibt es natürlich noch diese Bösigkeiten von irgendwelche Menschen, mit denen ich intensiv zusammenwohne und die ich sehr liebe oder geliebt werden will und so, die dann mich aus meiner neuen Schiene, in die ich jetzt gehe und die ich jetzt bestärke, versuchen rauszubringen. Mhm. Und auf die muss man nun ganz besonders achten, weil im Grunde genommen wollen die einem ja nichts Böses. Die haben nur ihre Gewohnheiten und ihr gewohnheitsmäßiges Denken. Ja, du. Wobei wir wieder beim Thema Ratschläge sind. Und du bist ja die Kleine. Ja, und wenn du das willst, das erreichst du ja nie. Auch da ist auch eine Angst vor Trennung drin. Das ist etwas, was ganz wichtig ist, wenn sich mein Nachbar da einfach so verändert und ich ihn gar nicht mehr wiedererkenne. Ja, wer ist das? Ja, in der Partnerschaft ist das. Der Mann hat die Frau geheiratet damals, als sie diese Sache hatte und dann fängt die an, sich zu verändern. Macht die eine Selbsterfahrung? Macht die ein Coaching? Ist ja, gar nicht mehr die ich damals geheiratet habe. Ich habe doch eine Katze gebucht, ein Schnuschelkätzchen und nun verwandelt die sich in einen Tiger. Ja. Muss ich nicht mögen. Nee. Habe ich nicht gebucht. Genau. Und habe ich nicht gebucht, bedeutet, dass dann auch die Gegenreaktion kommt. Ich muss mal kurz die Kamera anhalten und wieder ausmachen. Das war der. Jetzt machen wir keine 30 Minuten mehr, ne? Okay. Weil ich würde nämlich jetzt gerne noch von Käthe wissen, was passiert in dem Power Coaching, in dem Live-Power Coaching, was wir ja demnächst, am 11. November war das? Ja. Also da geht es im Grunde genommen tatsächlich darum, dass jeder, der dieses Coaching annimmt, von sich erst einmal feststellt, wo bin ich? Also seinen eigenen State, den er jetzt hat, für sich feststellen kann. Ich kann mich auf dem Weg nur begeben, wenn ich den Ausgangspunkt hier sehe. Ich muss also wissen, wo jetzt meine zwei Beine draufstehen. Wie geht's mir jetzt? Was ist jetzt? Und dann muss ich wissen, mein Ziel. Und diese beiden Dinge sind die Dinge, die zuerst einmal wirklich festgestellt werden. Das ist etwas, was wir schon im Vorgespräch, also in unserem sogenannten Energiegespräch oder Erstgespräch oder wie man das alles nennen will, in diesem Feststellen miteinander und feststellen, ist, wie intensiv will ich denn mein Ziel erreichen? Wenn ich es intensiv erreichen will, gibt es verschiedene Möglichkeiten und Tools,
die muss ich jetzt nicht im Einzelnen alle aufzählen, davon haben wir, Hartmut und ich, hier die vielen Jahre genug gesammelt, die wir alle für jeden individuell, jeder einsetzen und nutzen kann für sich. Und seinen Weg ganz, das ist ja ein Coaching. Wir machen nicht Schule, wir machen Coaching. Das heißt, wir begleiten jeden auf seinem Weg zu seinem Ziel in seiner ganz persönlichen Art und Weise, Schritt für Schritt. Das sind hier bei dem ersten, was wir hier haben, sind es 12 Wochen, die wir hier einzelne Schritte tun, wo praktisch schon zur gleichen Zeit auch Erfahrungen gesammelt werden, die jeder ganz persönlich für sich jeden Tag auch umsetzen kann. Sodass er also hier wirklich am Ende am Ziel auch ankommt. An dem Ziel, was er für sich postuliert hat. Natürlich ist es eine Geschichte, die Hartmut hat schon gesagt, das ist ein bisschen Disziplin braucht man. Wie jeder Leistungssportler, der braucht auch Disziplin, wenn er irgendwo hin will und sein Training absolviert, dann ist das eine Disziplinsache, dann muss ich das Training absolvieren. Und wenn ich es absolviere, dann bin ich auch sicher, dass ich ein Ergebnis habe. Also die, die jetzt im Coaching sind, die sind schon angekommen, schon vorher angekommen. Ich muss mal sagen, die sind super schnell gewesen. Das heißt, wir können jetzt über das postulierte Ziel hinaus noch zusätzliche Dinge, können sie an Erfahrung für sich installieren. Und die sind sowas von glücklich und zufrieden. Das ist schon, es ist schon spannend. Und ich muss sagen, ich bin so weit von platt, wie die sich entwickelt haben. Das zu sehen, macht einfach Spaß. Ja, liebe Leute, kommt abends, sonntagsabend. Wir haben heute Sonntag, ich kann jetzt nicht sagen heute Abend, aber wenn ihr dieses Video seht, jeden Sonntagabend um 20 Uhr, zukünftig hoffentlich mit Hartmut und Käthe und mir, ein Livestream in dieser Gruppe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao. Sag tschüss. 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 Ich mache mal ein Testvideo. So, mach mal auf 25 Minuten, dass wir dann in 25 Minuten. Hast du noch was zur Unterlage? Nee, ist ja warm. Ja, da waren wir noch. Jetzt noch mal kurz mit dem Tongerät. So, dann so halte hier. Meinst du, dass ich da gut reinkomme? Deine Stimme ist sowieso laut, deshalb halte ich das so. Bla bla bla. Bla 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 bla. Gut. Dann gucke ich mal, wie das aussieht.